Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen! Vanguard steht ganz, ganz kurz vor der Tür und während wir alle, wirklich alle, entweder schon abgeschaltet haben oder noch nur noch ein bisschen Hoffnung haben, kann man, finde ich, und sollte man über die Sachen sprechen, die aktuell, ohne dass wir es jetzt getestet haben, positiv sind. Call of Duty Vanguard, so wie es aussieht, wird mit so vielen Waffen, Maps, XP, Progressions und sonstigen starten, wie seit Jahrzehnten kein Call of Duty mehr. Wir werden 38 Waffen bei Release des Games haben. Wir haben 16 6 gegen 6 Maps. Das sind mehr 6 gegen 6 Maps, als wir in Modern Warfare 2019 und Black Ops Cold War gemeinsam zum Release hatten. Black Ops Cold War hat erst mit der dritten Season, mit der Hälfte der Lebenszeit sozusagen, 16 Maps selber erreicht und davon waren Remakes dabei. Hier in Call of Duty Vanguard haben wir aktuell nur 2 Remakes, auch noch mit Dome, eins der Fan-Favorites, und ein neues Remake in Form von, ja, mehr oder weniger Remake, Shipment kommt dazu, eine Woche nach Release, und, jetzt haltet euch fest, London Dogs aus WW2, meiner Meinung nach eine der 3 besten Maps aus WW2, kommt ebenfalls dazu. Es sieht so aus, als würden wir mit Content vollgebombt werden. Also lasst uns mal gucken, welchen Content wir eigentlich dabei haben. Als allererstes eine Map, die wir so schon hatten. Das ist Gavutu, Red Star, Hotel Royal, dieser kleine Bunker später, wo wir drin gekämpft haben. Dann kriegen wir Battle of Berlin. Das ist eine große Map, ist eher im Regen bei Nacht. Sieht ziemlich interessant aus von den Images her. Muss man gucken, wie sie natürlich spielt. Bocage haben wir dazu. Oder Bocage, ich weiß nicht, wie man sie spricht. Sieht aus wie Sainte-Marie-du-Mont aus WW2. Ist eine Medium-Sized-Map. Kommt ebenfalls dazu. Eine von den 16 zu Release. Dann bekommen wir wieder eine kleine Map dazu. Und zwar das Haus. Da haben wir Reifenstapel, da haben wir Figuren. Sieht eher so aus, als wenn man so 3-4 Eingänge dazu hätte. Und am Ende ist der Kampf immer in der Mitte von der Map. Mehr Images als das, was wir durch den Blogpost haben, haben wir aber so noch nicht bekommen. Dann gibt es Decoys, eine Medium-Size-Map. Sieht ein bisschen aus wie so ein Nuketown-Testgelände. Ob die sich so spielen lässt oder nicht, weiß ich nicht. Sieht ein bisschen aus wie diese eine kleine Stadt, die man auch in Warzone hat. Könnte auf jeden Fall auch interessant werden. Demjans kamen wir dazu. Wieder eine kleine Map. Ich bin sehr froh, dass wir relativ viele kleine Maps haben. Und nicht nur solche großen Maps wie Gavutu und Red Star, wo 18 gegen 18 gespielt haben und die Leute verschwunden sind. Desert Siege haben wir. Sieht aus wie diese eine Karte aus Cold War, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber auch von der gesamten Farbpalette, die die Map hat und all diese Maps, die wir hier haben, sieht das für mich sehr danach aus, als wenn man bei Sledgehammer Games erkannt hat, dass man ein WW2-Theme Game auch farbig machen kann. Und Farbe spielt in einem Shooter einfach eine extrem große Rolle. Dann haben wir wieder eine kleine Map, Zuma Zuma. Sieht so aus, als wenn man in der Mitte von dieser Karte so einen MG-Schützturm hätte und dann über einzelne Gräben und Löcher und Krater vorankommen kann. Oasis haben wir, ist eine medium-sized Map. Sieht ein bisschen wie aus wie eine Map aus Modern Warfare. Ich habe auch das Gefühl, dass sie sich bei einigen Maps so ein bisschen bei anderen CODs orientiert haben, ohne das Ganze zu kopieren. Dann wieder eine kleine Map, Subpants. Im Prinzip seid ihr in so einem Dock oder so einem Hangar, ein U-Boot in der Mitte und der Kampf geht um das U-Boot herum und auf dem U-Boot, vielleicht auch in dem U-Boot. Dann Tuscan, sieht für mich aus wie Havanna, um ehrlich zu sein. Wieder eine medium-sized Map, wieder eine Map, die wir mit Sicherheit bei 6 gegen 6 sehr gut spielen können, aber auch 8 gegen 8 oder 10 gegen 10. Zu diesen Maps kommen 2 weitere Maps, die wir so aus alten Call of Duties World at War in dem Fall schon kennen. Das ist einmal Dome und einmal Castle. Dome wurde ein bisschen überarbeitet, Castle ist wieder eine Large-Sized Map. Muss euch aber ganz ehrlich sagen, ich habe World at War nur gesehen, nie gespielt. Ich habe also keine Ahnung, wie sich das Ganze nachher spielt, wie sich das verhält, wie das wirklich in-game aussieht. Dome sieht ziemlich cool aus, ist wieder so eine kleine chaotische Map. Ich habe also das Gefühl, dass rein von den Maps, die wir schon zum Release bekommen, da kommen ja noch einiges dann mit den Seasons dazu, dass wir nicht nach 4 Wochen das Gefühl haben, schon ausgebrannt zu sein, was bei Cold War ein extrem krasses Gefühl war, was extrem krass war, weil Cold War hast du gestartet, hast 4, 5 neue Maps gespielt, wovon wirklich fast gar keine Map wirklich gut war.
dann hast du jede Season ein oder zwei Remakes dazu bekommen und hast einfach sehr schnell das Gefühl gehabt, ich habe alles durchgespielt. Hier ist nichts Interessantes mehr, nichts Spannendes mehr. Und während Thematiken wie Skill-Based Matchmaking, Anti-Cheat oder Nicht-Anti-Cheat und natürlich bleiben, ist es einfach hilfreich für den Spielspaß, wenn man die Möglichkeit hat, auf verschiedensten Maps, die verschiedenst aussehen und sich spielen lassen, irgendwie Spaß zu haben, Waffen zu leveln, XP zu leveln und. Dazu kommt, dass wir ein neues XP-Level-Design haben. Das heißt, es gibt Waffen-XP, es gibt Charakter-XP. Das heißt, ihr könnt euren Charakter aufleveln, bekommt für euren Charakter dann, wenn ihr alle Challenges gemacht habt, eine Goldtarnung. Diese Goldtarnung hatten wir in Black Ops 3 damals schon. Das waren diese Specialist-Challenges, bis ihr dann eben diese komplette Goldtarnung für die Spezialisten bekommen habt. Wieder etwas, worauf man grinden kann, wenn man Lust darauf hat. Das Ganze geht aber noch weiter. Wenn ihr eine Waffe schneller leveln wollt, könnt ihr, und das gab es wohl früher schon mal, hat Ace in seinem Video gesagt, ihr könnt, wenn ihr zum Beispiel die Shotgun spielt, den passenden Charakter für die Shotgun auswählen und habt dann den Vorteil dabei, dass ihr den Charakter schneller levelt, genauso aber auch zum Beispiel die Shotgun für den Charakter. Oder ihr nehmt Paulina oder wie sie heißt, mit einer Sniper, dann levelt ihr die Sniper etwas schneller. Das heißt, viele Leute werden eher verschiedene Charaktere zwischendurch spielen, weil sie eben spezielle Waffen, wenn es um Mastery Camo geht, wie auch immer sie am Ende heißt, Dark Matter, Damaskus, Chrom, Saphir oder sonst was, dass man die Sachen eben schneller leveln kann. 38 nagelneue bzw. neue Remake-Waffen und generell vielleicht noch ein paar neue Waffen dazwischen. 38 ist wirklich das Höchste, was wir seit Ewigkeiten haben. 5 Pistolen sind dabei, 4 Raketenwerfer und bei Gott, jeder, der in Cold War Raketenwerfer auf Gold gespielt hat, weiß, warum ich das jetzt sage, aber ich bete zum lieben COD-Gott, dass die Raketenwerfer nicht solche abgebranzten Herausforderungen haben wie in Cold War. Da war es schlicht unmöglich, das ordentlich zu schaffen. Und so wie es aussieht, werden wir hier 4 Stück davon bekommen. Sie haben in den Patchnotes ja schon gesagt, dass sie da jetzt dafür gesorgt haben, dass man Drohnen eben leichter abschießen kann, leichter treffen kann, dass befreundete Drohnen am Himmel gar nicht mehr angezeigt werden. Das heißt, sie haben sich da schon Gedanken gemacht. Man muss natürlich trotzdem am Ende des Tages abwarten, ob das wieder so eine gottlose Challenge ist oder ob das machbar ist. Es wird leider nicht in 21, sondern 2022 einen neuen Competitive Ranked Playlist Modus geben. Treyarch springt sozusagen in der Unterstützung dort mit ein. Treyarch sollte ja eigentlich nur noch Zombies die nächsten Jahre machen, übernimmt jetzt relativ kurzfristig aber eben die Arbeit zusammen mit Sledgehammer Games für die Ranked Playlist. Da gibt es wenig Informationen aktuell, ob das jetzt ein ILO-System ist, was für Belohnungen es dafür gibt, etc. etc. Man muss dazu immer sagen, dass die Competitive Gruppe in Call of Duty im Gegensatz zu den Casual Gamern, die den nie anrühren, bei 2 zu 100 liegt oder 1 zu 100 vielleicht. Also auf 100 normale Spieler kommen vielleicht ein oder zwei Leute, die diesen Modus dann wirklich hardcore spielen wollen. Ja, so wie es aussieht, scheint Sledgehammer Games zusammen mit Activision dieses Jahr realisiert zu haben, dass mit Battlefield, mit Halo und einfach Konkurrenz auf dem Markt ist, wo COD-Spieler, die nie drüber nachgedacht hätten zu wechseln, eventuell sogar wirklich kurz davor stehen. Man muss natürlich abwarten, wie sich die Maps nachher spielen lassen, wie viel Support dieses Game weiterhin bekommt. Wie hart wird das Verhältnis sein zwischen Warzone, Pacific wird gepusht und Multiplayer wird gepusht. Aber rein von dem, was wir von der Quantität im Multiplayer bekommen, finde ich, kann man sich an dieser Stelle erstmal nicht beschweren. Das ist alles aktuell eher positiv von mir, weil ich einfach bereit bin, das Ganze neutral aktuell zu betrachten. Seid euch sicher, Leute, wenn wir wieder verarscht werden, werde ich das ansprechen. Aktuell sieht es ganz gut aus. Ich freue mich auf den Release. Wenn euch das gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und bis zum nächsten Video.